Let's Play Doom, beziehungsweise Doom 4 oder Doom 2016 oder wie man es auch immer nennen will. Eigentlich heißt das Spiel ja einfach nur Doom, komplett alles groß geschrieben. Damit man es aber natürlich nicht mit dem allerersten Doom verwechselt, wird es oft einfach Doom 4 oder einfach Doom 2016 genannt, denn da ist es rausgekommen. Es wird Zeit, dass ich endlich ein Let's Play dazu mache, denn ich habe ja bereits schon im Prinzip alle offiziell erschienenen Spiele aus der Doom-Reihe gemacht als Let's Plays. Es gab ganz früher Doom 1, Doom 2 und auch Doom 3 habe ich ein Let's Play gemacht. Gut, zugegeben, bei Doom 3 habe ich das Add-on Resurrection of Evil bisher noch nicht gespielt. Hole ich vielleicht aber noch nach, aber es warten natürlich schon alle auf das ganz neue Doom 2016. Aus dem Jahr 2016 kam im Mai raus, wurde wie alle Doom-Teile von id entwickelt und von Bethesda gepublished. Ich habe mir das Spiel damals direkt, als es rauskam, habe ich es mir direkt gekauft. Allerdings war damals mein Rechner, an dem ich gespielt habe, einfach zu schlecht. Ich konnte es zwar spielen, allerdings auf einer ultra-mega geringen Auflösung und auch nur mit der niedrigsten Grafik überhaupt. Und selbst meine Grafikkartentreiber-Software, das GeForce Experience, hat mir gesagt, dass mein Rechner eigentlich nicht die Voraussetzung besitzt, das Spiel spielen zu können. Das heißt, ich konnte es selbst so ein bisschen privat spielen. Allerdings für ein Let's Play hat sich das natürlich einfach überhaupt nicht angeboten. Das sah richtig, richtig scheiße aus. Und das Besondere an Doom ist ja eigentlich schon seit Doom 3, dass es grafisch wirklich extrem nice ist. Also im Prinzip eigentlich auch schon Doom 1 und 2. Eigentlich alle Doom-Teile, die jemals rauskamen, außer Doom 2 jetzt vielleicht, waren immer Meilensteine in der Computer-Grafik-Geschichte. Die Spiele waren immer für ihre Zeit extrem gut und so ist es jetzt hier bei diesem Doom auch. Und darum will ich euch das natürlich so gut zeigen, wie es nur geht. Jetzt mittlerweile habe ich einen neuen Rechner, ich habe einen neuen Monitor, alles ist neu im Prinzip. Ich habe lange gespart, sodass ich das nun machen kann, sodass wir Doom jetzt auch richtig genießen können. Und darum kann ich nun noch endlich ein Let's Play zu machen. Ich kann euch aber direkt schon mal sagen, erstens, das Spiel ist ab 18, das will ich, bevor es hier auch nur irgendwie losgeht, einmal loswerden. Das heißt, wenn ihr unter 18 seid und euch nicht sicher seid, ob ihr euch das zutraut, dann fragt am besten einfach mal oder schaut mal kurz rein oder sowas. Das Spiel ist sehr, sehr brutal. Es kommt, man kämpft eigentlich ausschließlich nur gegen Dämonen und Zombies und sonstige Monster. Von daher das vorweg. Und dann auch noch eine Sache, ich habe nicht so extrem viel Zeit. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit zu spielen und Let's Plays aufzunehmen wie früher. Das ist, denke ich, schon den meisten in den letzten Jahren aufgefallen. Von daher wird es, auch wenn ich jetzt ein neues Let's Play-Projekt anfange, nicht täglich neue Videos geben. Ich versuche mindestens ein Video pro Woche zu machen. Das zieht sich dann natürlich alles ganz schön lange, aber ich werde es versuchen, das durchziehen zu können und mir da immer mal wieder Zeit nehmen. Sonst spielen wir Doom eigentlich, wie wir das kennen. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich mache hier mal einen neuen Speicherplatz. Kampagne starten. Es gibt hier, ultra brutal heißt es auf Deutsch. Ich habe das Spiel extra auf Deutsch gestellt, damit, weil es gibt ziemlich viel zu hören und zu lesen und sowas. Und das würde alles noch viel, viel länger dauern, wenn ich nochmal alles übersetzen müsste, wenn es auf Englisch wäre. Darum habe ich es extra auf Deutsch gestellt. Da heißt der Schwierigkeitsgrad Ultra Violent. So haben wir ja bisher jedes einzelne Doom-Spiel, was es gab, haben wir ja im Prinzip auf diesem Schwierigkeitsgrad gespielt. Darum werden wir das hier diesmal auch machen, auf Ultra Brutal. Man könnte theoretisch auch auf Albtraum in diesem Spiel spielen. Bisher war es so in den anderen Doom-Teilen, dass der Nightmare-Modus auch immer, dass das Spielprinzip, die Spielmechanik geändert hat. Beispielsweise in Doom 1 und 2 sind Gegner einfach unendlich immer wieder neu gespawnt. Das heißt, man konnte die nicht einmal die Map leer töten sozusagen und dann war die leer, sondern die kam mit der Zeit neu. Oder bei Doom 3 war das so, dass man hat die komplette Zeit Lebenspunkte verloren und hatte dafür aber auch schon eine Waffe, die man eigentlich erst bei Doom 3 ganz spät im Spiel bekommt, hatte man von Anfang an, nämlich den Soul Cube, um so ein bisschen gegen diese permanente Lebenspunkte-Degeneration gegen ankämpfen zu können. Das hat natürlich das Spielprinzip des eigentlichen Spiels geändert und natürlich dann auch die Story zerstört, denn dass man in Doom 3 von Anfang an den Soul Cube hat, macht natürlich storytechnisch keinen Sinn. Das heißt, dieser Nightmare-Modus war immer wirklich einfach nur noch für die Herausforderung da.
Und nicht mehr, dass man das Spiel wirklich mit Story und sowas alles genießt. Darum habe ich bisher immer auf den Nightmare-Modus verzichtet, weil ich das Originalspiel, so wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, spielen wollte, sodass wir uns auch so ein bisschen auf alles konzentrieren konnten, halt auch auf die Story. In diesem Spiel ist es nicht so. Das heißt, man kann hier wirklich den Nightmare-Modus, den Albtraum-Modus einfach so starten und der ist einfach nur schwerer. Man kriegt sehr viel weniger Lebenspunkte, wenn man Medipacks aufsammelt, man hat weniger Munition und die Gegner machen einfach mehr Schaden. Also hier wird wirklich nichts an der Spielerfahrung sozusagen, an der Mechanik geändert. Es ist einfach nur sehr, sehr viel schwieriger. Trotzdem werden wir hier, auch wenn ich gefragt wurde, ob ich auf Nightmare spielen kann, werden wir trotzdem auf Ultra Violence spielen. Denn der Schwierigkeitsgrad ist meiner Meinung nach eigentlich angemessen, so wie er bisher bei jedem im Doom auf Ultra Violence gut war. Und vor allem, es gibt ein paar Sachen, die in diesem Spiel neu sind, wie zum Beispiel so Finishing Moves, die nennen sich hier Glory Kills. Und da ist man so immer so ein bisschen in Animationen drin gefangen und kann kurz vorher und kurz danach kann man sehr, sehr viel Schaden bekommen. Und ich möchte natürlich euch das Spiel so in all seiner Form halt zeigen, wie es überhaupt nur geht. Und das heißt, ich werde natürlich auch viel von diesen Glory Kills machen, weil es einfach cooler aussieht und einfach schöner zum Angucken ist. Allerdings auf Albtraum nutzen die Gegner das wirklich aus. Wenn die merken, man ist in der Animation gefangen, dann nutzen die Gegner das, um einem wirklich extrem viel Schaden zu machen. Während eines Glory Kills ist man zwar, soweit ich weiß, unverwundbar, aber kurz davor oder kurz danach kann man Schaden kriegen und das nutzen die Gegner auch. Das heißt, gerade auf den hohen Schwierigkeitsgraden muss man eventuell wirklich auf diese schönen Glory Kills einfach verzichten, einfach nur damit man nicht stirbt und damit man durchs Spiel durchkommt. Und das finde ich für ein Let's Play nicht ganz so schön. Von daher spielen wir trotzdem auf Ultra Violence wie hier. Ultra Albtraum ist übrigens das gleiche wie Albtraum, nur dass man nur ein einziges Leben hat. Das heißt, wenn man hier stirbt, ist das Spiel zu Ende. Ist natürlich für ein Let's Play noch blöder, da wenn man zum Beispiel 6 Stunden bereits gespielt hat und man stirbt dann einmal durch einen Fehler, dann ist die Kampagne zu Ende, dann muss man neu anfangen. Ist also auch nicht so gut. Darum spielen wir auf Ultra Violence. Eine Sache noch übrigens, für alle, die jetzt... Ich meine, ich habe jetzt wirklich extrem lange keine Let's Plays gemacht und auch extrem lange kein Doom. Viele Zuschauer, die das jetzt vielleicht gucken, kennen vielleicht gar nicht meine alten Let's Plays und wissen gar nicht, dass wir bereits im Prinzip die komplette Reihe zusammen durchgespielt haben. Darum werdet ihr in der Videobeschreibung werdet ihr Links finden zu meinen alten Projekten. Das heißt, da könnt ihr einfach, falls euch das interessiert, einfach mal anklicken. Und somit auch Doom 1, 2 und auch 3 sehen. Ist auch, finde ich persönlich, ganz interessant, wie sich das Spiel entwickelt hat. Das konnte man schon sehr, sehr gut von Doom 1 und 2 zu Doom 3 erkennen natürlich. Jetzt zu Doom 4 natürlich nochmal besonders gut. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man da mal reinguckt und dann vielleicht auch mal die Gegner vergleicht. Denn wir werden natürlich, es ist nun mal ein Doom, wir werden natürlich dann auch auf bekannte Elemente wieder treffen. Das heißt, bekannte Waffen, bekannte Gegner, bekannte Orte und sowas alles. Es gibt auch ein paar Easter Eggs und sowas alles. Von daher guckt da einfach mal rein, falls euch das interessiert oder falls ihr auch einfach nicht mehr so ganz nicht mehr ganz so im Hinterkopf habt, wie die alten Spiele nun mal waren. Sonst so zu Doom 4, bevor wir wirklich ganz anfangen. Ihr kennt das, die erste Episode labere ich immer relativ viel. Es ist eine Neuauflage, im Prinzip wie fast jedes Doom, was bisher rausgekommen ist. Doom 1 und 2, die hingen storymäßig zusammen. Doom 2 spielte nach Doom 1. Doom 3 war dann allerdings im Prinzip eine komplette Neuauflage und auch Doom 4 jetzt ist eine Neuauflage. Natürlich grob von der Story ist es das Gleiche. Es spielt auf dem Mars, wie schon jedes Doom. Und natürlich auch in der Hölle. Diesmal, es geht wieder um die gleiche Firma, diese UAC, diese Union Aerospace Corporation. Diesmal macht sie allerdings, glaube ich, keine Teleporterversuche und ist dadurch aus Versehen in diese Dämonendimension gekommen, sondern ich glaube, sie forschen an neuen Energien. Und da gibt es diese Argent oder Argent-Energie. Und an den Forschungen daran sind die aus Versehen auf diese Dämonen gestoßen, haben die Dämoneninvasion ausgelöst. Also... storymäßig natürlich jetzt nichts so außergewöhnlich Neues, ist allerdings eine neue Auflage, das heißt, mit dem, was in Doom 1, 2 und 3 passiert, das müssen wir theoretisch hierfür nicht wissen, auch wenn es immer mal wieder, das werden wir im Laufe des Spiels sehen, so Anspielungen an die alten Spiele natürlich gibt. Sonst, das Spiel Doom 4 ist wieder extremst mehr Richtung Doom 1 und 2, das war ja damals die... Auch wenn grafisch Doom 3 damals natürlich ein absolut klasse Spiel war,
Und auch so generell als Spiel eigentlich sehr, sehr gut und es hat wirklich Spaß gemacht, das zu spielen, hat es sich wirklich wenig Doom-mäßig angefühlt, wenn man Doom 1 und 2 gespielt hat. Das war ja auch damals der eine große Kritikpunkt, dass Doom 3 zwar ein gutes Spiel ist, aber einfach nicht doomig, also einfach nicht Doom-mäßig. Es war ein, ja, eher ein Schleichshooter, alles war dunkel, ganz enge kleine Gänge, wirklich wenige Gegner gleichzeitig. Da war es mal außergewöhnlich, wenn man mal gegen zwei, drei Gegner gleichzeitig gekämpft hat. Jeder Gegner kam eigentlich durch einen Jumpscare rein, dann hat man sich erschrocken, hat den niedergeballert und ist man weitergegangen in einem stockdusteren Raum. Doom 1 und 2 waren ja eher so, dass man ja große, weitflächige Levels hatte mit extrem vielen Gegnern. Da waren zum Teil 30, 40 Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm und das war so eine Art Massenshooter. Sehr schnell, man musste permanent in Bewegung bleiben und einfach permanent Action. Da war Doom 3 natürlich ganz anders und mit Doom 4 jetzt wurde das wieder, ist man wieder sozusagen zu seinen Wurzeln gegangen. Es sieht immer noch grafisch, erinnert sehr an Doom 3, finde ich, auch so von dem Level-Design. Das heißt, man hat sozusagen das Gute aus Doom 3 genommen, aber mit dem Spielprinzip von Doom 1 und 2, das heißt wieder größere Areale, alles ein bisschen heller, viel mehr Action, das heißt, es wird mehr darauf geachtet, dass man wirklich sich durch alles durchballert, mehr Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm, wenn auch nicht so viele wie bei Doom 1 und 2. Ich glaube, hier bei Doom 4 ist es, glaube ich, auf 12 Gegner, die gleichzeitig auf dem Bildschirm sein können, gecapped. Es ist mehr so eine Art Arena-Shooter, das heißt, man geht in ein Gebiet rein, das ist abgesperrt und erst wenn man alle Gegner getötet hat, geht das Gebiet wieder auf und man kann ins nächste Gebiet sozusagen. Ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool, dass wir wieder so ein bisschen Doom 1 und 2 Feeling reinkriegen. Ich werde das Let's Play jetzt so machen, ich werde immer ein komplettes Level am Stück spielen und dann im Nachhinein gucken, einfach wie lang ist das Video geworden. Wenn zu lang ist, werde ich es einfach aufsplitten. Das heißt, ich werde mich nicht am Ende jeder Episode, jedes Videos verabschieden und am Anfang jedes Videos wieder euch begrüßen, sondern ich werde einfach am Stück spielen und dann gucken, ob ich es im Nachhinein noch kleiner schneide oder nicht. Naja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Level an. Wie gesagt, Ultra Violence. Wir werden natürlich auch dann, wie in den alten Spielen, Doom 1 und 2, wieder versuchen, alle Secrets zu finden. Auch das ist natürlich hier wieder eine Sache, die eher so ist wie in Doom 1 und 2. Am Ende jedes Levels kriegt man so eine Auflistung, wie viel Secrets hat man gefunden, wie viel Bonus-Power-Up-Pickups hat man gefunden und sowas alles. Das war ja auch in Doom 3 nicht so. Und hier werden wir natürlich wieder versuchen, 100% von allem zu kriegen. Naja, starten wir mal auf Ultra Brutal und können hier direkt im Ladebildschirm etwas lesen. Du schreitest ewig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen, möge das Blut an deinem Schwert niemals trocknen und mögen wir dich nie wieder brauchen. Korax Eintrag 717. Naja, gut, drücke Leertaste, um fortzufahren, das machen wir dann auch direkt mal und starten mit dem Intro. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Ja, rip and tear until it's done, sagt er hier auf Englisch. Hört sich da ein kleines bisschen cooler an. Aber jetzt sind wir auch schon in-game. Wir starten hier im Prinzip hier auf so einer Liege, sind gefesselt. Und um uns rum Monster. Also ihr seht schon, ziemlich brutal. Und es startet dann auch direkt mit Action. Ob man hier schon sterben kann, weiß ich nicht. Wir haben hier auch noch keine Lebenspunkte. Und haben hier direkt die erste Pistole gekriegt und können hier ein paar Zombies abknallen. Immer wenn wir eine neue Waffe kriegen, kriegen wir so eine Art kleines, ja, Intro, so eine Art Demo, wo wir die Waffe mal sehen. Ja, und dann sind wir in-game. So sieht das Spiel aus. Ziemlich cool. Sieht eigentlich ganz nice aus. Haben schon direkt gegen ein paar Zombies gekämpft. Alles ziemlich blutig. Hier drauf sind wir aufgewacht auf so eine Art Sarg. Drücken wir hier einfach mal, um die Tür aufzumachen. Und sehen auch schon ein Hologramm. Wir werden uns darum kümmern. Olivia Pierce war das. Die ist wichtig, ist eine der Hauptpersonen in diesem Spiel. Und wir haben gesehen, gerade in diesem Hologramm, das hier war wie so eine Art Sarg. Das heißt, wir selbst sind anscheinend kein normaler Mensch, sondern wurden hier, ja, haben in so einem Sarg gelegen und wurden von diesen Leuten hier sozusagen wieder
ja, ausgegraben, sind jetzt irgendwie wieder am Leben. Was auch immer damals mit uns passiert ist, warum wir in diesem Sarg waren. Allerdings waren noch direkt ein paar Zombies um uns rum. Und da sehen wir direkt auch schon dann im nächsten Raum unseren Anzug. Der Anzug des Doom Marines, den man schon aus eigentlich allen Doom-Teilen kennt. Den werden wir dann auch direkt mal anziehen. Sehen ein paar Höllenvisionen. Und haben uns in der Zeit angezogen. Sehr cool. Und das ist der Prätorenanzug. Zu dem werden wir gleich auch noch was erfahren. Dämoneninvasion im Gange. Eindämmungsprozedur eingeleitet. Starte Scan. Scan unvollständig. Fehler melden. Verlust in der Basis nicht verfügbar. Stationsschäden nicht verfügbar. Bedrohungsstufe nicht verfügbar. Ursprung des Angriffs nicht verfügbar. Satellitensystem offline. Scanvorgang. Route verfolgen. Knotenpunkt 3 Fehler. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resorb-Satellit wieder online ist. Fehler bei der Ausrichtung. Aha. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Ja, damit haben wir jetzt auch schon unsere erste Aufgabe bekommen. Wir haben unseren Anzug, der ebenfalls hier in so einer Art Sarg drin war. Das heißt... Okay... Das heißt, anscheinend war unser Anzug und auch wir ja in irgendwelchen Ruinen auf dem Mars, wo wir ausgebuddelt wurden oder was auch immer. Auf jeden Fall haben diese Leute das untersucht und dann ist eine Dämoneninvasion gestartet, wodurch jetzt hier alles tot und zerfetzt und sonst wie ist. Sieht doch alles ziemlich schlimm aus hier, wie ihr seht. Das meinte ich mit, dass das Spiel ab 18 ist. Wir können nicht rausfinden, warum es diese Dämoneninvasion gibt. Und wo die herkommt, solange dieser Satellit hier nicht ausgerichtet ist, das ist sozusagen jetzt unsere erste Aufgabe. Wir müssen den Resorb-Satelliten wieder in Stellung bringen, um irgendwie rauszufinden, was hier überhaupt passiert ist. Außerdem, und das finde ich ist eine saucoole Sache hier in diesem Spiel, der Doom Marine, den wir hier spielen, der ist ein totaler Badass. Dem ist im Prinzip alles scheißegal. Auch hier, wo wir gerade an dieser Konsole waren, hat sich so ein Typ gemeldet, dieser Dr. Samuel Hayden, hat gesagt, ja, scheiße, was hier passiert ist, aber ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, können wir das wieder hinkriegen, sodass wir beide da Vorteile haben. Und was hat der Doom Marine gemacht? Hat den Bildschirm genommen und einfach weggeschleudert. Also dem ist einfach alles scheißegal. Der ist hier einfach, der ist aufgewacht und jetzt ist er blutdurstig sozusagen. Wir haben unseren Anzug und können den jetzt auch einfach mal starten. Dann können wir nämlich ein bisschen was lesen. Erstmal Automap. Im Reiter Mission werden dir die Automap verfügbare Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Das heißt, das hier ist unsere Map, die ist dreidimensional. Ich glaube, war die in Doom 3 auch so? Oder verwechsel ich das gerade mit Dead Space? Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es hier halt, wie gesagt, diese Map. Da werden erstmal auf der Map natürlich das Map-Layout sehen wir, sofern wir es schon aufgedeckt haben. Das ist natürlich nicht komplett aufgedeckt, erst wenn wir da langlaufen. Und wir sehen halt auch auf der Map dann hier solche Sachen wie dieses Orangene hier, das ist zum Beispiel ein Echo. Das heißt, immer da haben wir so ein Hologramm oder sowas gefunden. Dann hier links in der Legende sehen wir natürlich, was noch alles angezeigt werden kann. Sowas wie Ziel, wo wir hin müssen, wo es Rüstungspickups gibt. Eine Automap gibt es hier auch wieder. Wenn wir eine Automap finden, dann wird die komplette Karte direkt komplett aufgedeckt. Sammlerstücke, das sind Secrets, Datenprotokolle sind so Sachen, die können wir dann aufsammeln und lesen. Das ist sowas wie diese Pads, die man auch schon in Doom 3 finden konnte. Diese Textlogs und sowas und Heilstationen. Und hier rechts... Auf der rechten Seite sehen wir sozusagen eine Übersicht über dem, was wir so an Boni-Sachen finden können. Erstmal hier Herausforderungen, da steht jetzt gerade nicht verfügbar. Die schalten sich erst ab einem bestimmten Level frei, die gibt es also in den ersten Levels noch nicht. Das sind im Prinzip ja so Bonusaufgaben, so optionale Ziele. Wenn man die macht, dann kriegt man Bonuspunkte und diese Bonuspunkte kann man dann wieder nutzen, um sich zu verstärken oder sowas. Und hier unten unter Erkundung sieht man dann, wie viele Secrets es gibt. Hier unter Extras sind 3 Fragezeichen, es gibt 3 Secrets. Es gibt eine Elite-Wache, was die sind, werden wir noch sehen. Es gibt eine Felddrohne in dieser Map, was die ist, werden wir auch noch sehen. Und hier oben auch noch 2 andere
andere bestimmte Items, das sind Waffen-Upgrades, werden wir auch noch sehen. Das heißt, das hier ist die Map. Oben links steht natürlich immer unsere Mission. Dann auf dem nächsten haben wir die Waffenpunkte-Arsenal. Im Reiter-Arsenal werden verfügbare Waffen und Mods angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um deine Mods zu verbessern und deinen Spielfortschritt in verfügbaren Waffenmeisterschaften zu verbessern. Das heißt, das hier ist komplett neu in Doom. Wir können jetzt hier unsere Waffen auf der linken Seite sehen und können die dann auch noch upgraden. Ihr seht, wir brauchen hier diese dreieckigen Punkte. Auch die haben wir hier auf der Automap hier schon gesehen. Hier diese beiden neben Extras. Das heißt, wir können hier zwei Waffenpunkte finden auf dieser Map und die können wir dann hier benutzen, um unsere Waffen abzugraden. Zum Beispiel jetzt für die Pistole, die wir haben, könnten wir auf Aufladeeffizienz verkürzt die notwendige Zeit, um einen aufgeladenen Energieschuss vorzubereiten. Das ist im Prinzip, wenn wir jetzt mal hier gehen, unsere Pistole, wenn wir rechte Maustaste drücken, dann seht ihr, dann können wir die aufladen. Und wenn die dann komplett voll ist, können wir einen besonders starken und vor allem präzisen Schuss abgeben. Wenn wir einfach so schießen, schießt man zwar schon ungefähr in diesen Kreis in der Mitte, in unser Fadenkreuz, aber ja, das streut ziemlich viel, wie ihr seht. Und wenn wir einen aufgeladenen Schuss machen, ist er besonders stark und schießt auch wirklich in die Mitte. Ups, die Konsole wollte ich nicht öffnen, sorry. Wir können hier sozusagen die Zeit verringern, bis der aufgeladene Schuss vorbereitet ist. Oder hier verkürzt die Erholzeit der Pistole nach einem aufgeladenen Schuss. Das heißt, wenn wir einmal so einen aufgeladenen Schuss gemacht haben, müsst die erst so eine, sozusagen wieder ein bisschen abkühlen. Wir können zwar in dieser Zeit normal weiterschießen, aber bis wir den nächsten aufgeladenen Schuss machen können, müssen wir kurz warten. Leichtgewicht, bewege dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladenen Schuss. Das heißt, während wir so zoomen und den aufladen, laufen wir auch langsamer. Durch diese Fertigkeit würden wir wieder normal laufen. Es ist auch so, ihr seht, es kostet alles einen Punkt. Wenn wir eins davon kaufen, dann kostet das nächste direkt mehr. Das heißt, es wird mit der Zeit teurer. Und erst wenn wir hier alle drei Upgrades, ich glaube, jede Waffe jede Waffe hat nur drei Upgrades, glaube ich. Und wenn wir alle drei haben, dann können wir hier noch die Bonus-Meisterschaft upgraden. Erhöht die maximale Energie des aufgeladenen Energieschusses, wodurch ein höheres Schadenspotenzial entsteht. Und dann ist die Waffe komplett abgegradet. Es geht bei jeder einzelnen Waffe. Ob wir jetzt wirklich die Pistole upgraden, weiß ich noch nicht. Ich würde fast nein sagen. Die ist nicht so wichtig, die werden wir hin und wieder mal benutzen, vor allem jetzt gerade am Anfang. Und man kann eigentlich, weil die unendlich Munition hat, die zur Not immer benutzen und auch den aufgeladenen Schuss. Damit kann man theoretisch jeden Kampf anfangen, weil dann hat man immer einen starken Schuss, der auf jeden Fall trifft und viel Schaden macht. Aber danach sollte man dann eigentlich die normalen Waffen benutzen. Von daher müssen wir da mal sehen. Gehen wir zum nächsten Tab, kommen wir zum Prätorenanzug. Prätorenanzug Verbesserungen. Im Reiter Prätorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedenste Weise verbessern. Investiere deine Prätorenanzugmarken in verfügbare Verbesserungen und sieh dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Und jetzt seht ihr oben schon dieses andere Symbol, dieses, was so aussieht wie eine Weste, auch das. Oder soll es ein Helm sein? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es soll eher ein Helm sein. Auch das haben wir hier schon gesehen. Ihr seht hier unten, das ist das Symbol von Elitewachen. Das heißt, wir können hier auf dieser Map eine Elitewache finden und kriegen dadurch dieses Symbol. Und damit können wir dann hier mit einem Punkt dann unseren Anzug verbessern. Es ist noch nicht alles freigeschaltet. Bisher nur hier das. Das können wir auch einzeln anklicken und dann hier auch verschiedene Sachen upgraden. Zum Beispiel hier Umweltwiderstand. Senkt den Schaden durch explosive Fässer und Umwelteinflüsse. Dann Selbsterhaltung, weniger Schaden durch eigene Waffen. Ist natürlich so, wenn wir Explosivwaffen benutzen, können wir natürlich auch durch den Splash-Schaden, durch den Flächenschaden selber Schaden bekommen. Und explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Das heißt, wir können theoretisch direkt neben dem Explosivfass stehen und draufschießen. Es passiert uns nichts. Das ist der Umweltwiderstand. Dann haben wir hier noch die anderen Sachen, aber die können wir momentan noch nicht anklicken, weil die noch nicht freigeschaltet sind. Hier zum Beispiel, um das hier freizuschalten, benutze eine Automap-Station, um diese Verbesserung freizuschalten. Das heißt, sobald wir auf der ersten Map die Automap gefunden haben, schaltet sich das frei. Das ist die Area-Scanning-Technologie, das heißt, dieses Upgrade für den Prätorenanzug hat hauptsächlich was mit Secrets finden zu tun. Das heißt, dadurch wird die Automap verbessert. Es werden Secrets, werden zum Beispiel von vornherein auf der Map angezeigt oder in einem größeren Radius, weil normalerweise müssen wir erst in die Nähe eines Secrets gehen, damit es auf der Map angezeigt wird und sowas alles. Ausrüstungssystem, finde eine Ausrüstung, um diese Verbesserung freizuschalten. Das hat sowas mit Kapazitäten und Nachladezeiten zu tun. Das heißt sowas wie schneller nachladen oder höhere Munition und glaube ich sogar, dass man mit den Waffen einfach mehr Schuss hat. Das ist ziemlich wichtig.
Dann haben wir Verstärker-Effektivität, verbesserte Effektivität von Verstärkern. Verstärkern sind sowas wie Quad-Damage. Das kennen wir aus Quake, ist ja auch vom gleichen Entwickler wie, wie Doom von id. Sowas wie, das sind dann Upgrades, die Verstärker, die wir einsammeln können auf den Maps, die sind dann nur für eine bestimmte Zeit an und dann machen wir zum Beispiel vierfachen Schaden oder irgendwie sowas. Dadurch kann hier die Effektivität noch verbessert werden und bei Geschicklichkeit sammle 4 Waffen, um diese Verbesserung freizuschalten. Da wird halt, wie es dran steht, verbessere das Tempo bestimmter Aktionen.